So, dann herzlich willkommen zu meiner vorletzten Sendung. Ich wollte jetzt hier auch die Wunschanalysen nochmal durchgehen. Durch ein Video kann man das ja dann besser erklären oder auch vielleicht zeigen, was mein Favorit vielleicht noch wäre von den Analysen. Nichtsdestotrotz ist hier der Risikohinweis natürlich da, der Haftungsausschluss. So, und dann, bevor wir zu den Wunschanalysen kommen, habe ich jetzt hier nochmal auch kurz den DAX und das Palladium bereitgestellt und auch noch dann die ProSieben und die Walt Disney Aktie plus die Panamerica. Das wären ja hier noch zuletzt die Werte, die ich sehr interessant fand. Zum DAX kann man jetzt nur sagen, hier ging es halt leider höher raus. Wäre hier optimal gewesen, dass der Rainbow-Indikator hält, die Oberkante. Hier ging es eben deutlich drüber. Dann hier nochmal leicht. Doch hier das Kursziel. Die Linie war auch so, ging unter die letzten zwei Tiefs. Warum ich jetzt die direkt wirklich an das Tief gelegt hat oder warum das Tief genau da stattgefunden hat, kann ich natürlich nicht sagen. Aber die Linie war vorher schon so. Und ja, wahrscheinlich ein bisschen Spielraum. Und von dort ist es dann wieder bullisch abgeprallt. Und jetzt liegen wir in der Zwischenzone. Vom Wochenende ist natürlich schwierig zu sagen, was die Marktteilnehmer noch machen werden. Ob sie jetzt wirklich noch Kasse machen werden oder hier nochmal leicht hochkaufen, das ist fraglich. Da gebe ich jetzt keine Prognose ab. Die Unterstützungslinien, wie man ja hier sieht, die haben hier sehr gut, ja, gehalten. Oder haben Aussagekraft gehabt. Australische Dollar, kanadische Dollar war ja schon weg, war ja Kursziel erreicht. Das war ja nahezu perfekt. Palladium ging erst von hier nach oben. Der Pfeil ging damals auch schon 4 Runden her, da ich gedacht habe, es fällt sowieso noch. Dann kam ja die Umkehrkerze und jetzt sieht man sogar, ist es exakt hier an die Pfeilunterspitze fast gegangen. Und heute ist das jetzt bislang eine schöne Umkehrkerze, wenn die so bleibt und dieses Tief nicht mehr unterschritten wird. Also das Tief, man kann es sogar andersrum machen, ja. Oder ja, das Tief. Also zwei, entweder direkt das, wenn hier unter das Tief runterfallen soll, also die Umkehrkerze, muss natürlich so etwa bestehen bleiben oder eine höhere Kurse haben. Dann kann man den Stopp direkt hier setzen mit einer Teilposition und die andere eventuell dann auf Schlusskursbasis ausstoppen lassen, falls es nach unten geht. Meine Stimme versagt gerade. Okay, weiter geht's. Dann zu den Wunschanalysen war zuerst WTI genannt worden. Da gab es hier ja immer leichte Erholungen oder Bewegungen nach oben, die aber jetzt nicht, doch wieder nicht nachhaltig waren. Zurück zu der Unterstützungslinie und wie das ist schon oft erwähnt worden, dass hier knapp unter der 49-Euro-Marke noch ein gutes Unterstützungslevel liegt und hier kann es noch runtergehen, bevor es dann hoffentlich nach oben geht. Hier wurde leider ausgestoppt. Das war gestern noch ein ganz. Aber da hat man eben gesehen, die 4-Stunden-Kerze war noch nicht vollständig. Als die Kerze hier oben war, sah es nach einem Ausbruch aus. Der folgte aber nicht. Und ein Abverkauf. Und jetzt scheint es hier das Level ja fast schon erreicht worden. Wurde das Level ja schon fast erreicht. Und wenn jetzt hier ein, zwei Tage oder die Stundenkerzen hier oben abprallen sollten, dann kann man hier eine Short-Position ja aufnehmen. So, jetzt kommen wir dann zu den Wunschwerten. Ja, Wacker Chemie ist definitiv hier eine schöne Unterstützung, aber es ist Potenzial relativ begrenzt, außer man steigt hier unten ein. Also es kann hier die Konsolidierungsbewegung kann noch weitergehen, darf auch hier leicht nach unten gehen und dann wäre hier ein guter Einstieg möglich. Jetzt auf dem aktuellen Niveau ist Chance-Risiko-Verhältnis relativ uninteressant. TecDAX hat hier jetzt schon heute
ja, die Unterstützung durchbrochen. Wenn jetzt hier keine Käufe mehr kommen, dürfte die Schwäche sich anhalten, weil ja auch nicht nur eine horizontale Unterstützung gebrochen ist, auch sondern hier eine Trendlinie, dürfte Verkaufsdruck bleiben, ist also im Verhältnis zum DAX sehr schwach. Euro, Pfund, japanischer Yen kann sich hier ausbilden. Das ist jetzt hier wirklich ein sehr spekulatives Setup natürlich. Wir befinden uns in einer absolut intakten Abwärtsbewegung. Doch möglich wäre das. Und BB Biotech, obwohl gestern eigentlich ein paar Biotechs in den USA angezogen sind, gab es hier heute Verkäufe. Ist also, aber wie ich auch in der Analyse schon, oder ja, hier war ja die Analyse schon gestern veröffentlicht, darf es sich hier auch bis zur anderen Unterstützung, kann der Wert noch durchgereicht werden und dann sollte sich aber eine Aufwärtsbewegung fortsetzen, da das ja eine Beteiligungsgesellschaft ist, die an vielen US-Unternehmen noch Beteiligungen hält und wenn die Aktien wieder nach etwas anziehen sollten, dann dürfte hier der Wert eben auch davon profitieren. Dann kommen wir zu den Stratec war noch kein Wunschwert, den habe ich nur vorher noch analysiert. Das waren jetzt hier die fünf, die heute benannt wurden. Die Fresenius Medical Care ist auf Wochenbasis analysiert worden, ja, ist also deswegen relativ unspannend auch. Man sieht eine Seitwärtsbewegung, zwar neues Hoch, abverkauft. Also hier wäre ein kurzfristiger Stopp. Wer wirklich seine langfristige Position absichern will, ist natürlich hier unten. Also ab dem Wochenschlusskurs unter 70 ist hier ja erstmal mit einer längeren Konsolidierung noch zu rechnen. Oder auch sogar ja, mit einem fasten Ende. Aber gut, das lasse ich jetzt hier mal noch offen. Naja, also hier entweder die Unterkante oder dann wirklich für mittelfristige Positionen da unten. Das sind jetzt hier für kurzfristige Versuche in die Long-Richtung sich wieder einzukaufen. Freenet finde ich sehr spannend, wenn sich hier der Wert über der Marke von 25,50 Euro halten sollte. Dann kann sich das hier schön ganz nach oben aufwellen. Ich habe jetzt erstmal nur hier ein Kursziel genannt. Darf sich natürlich auch sehr weit nach oben dann bewegen. Jungheinrich, definitiv schöner Wert, steht an einer Unterstützungszone und kann hier definitiv nach oben gehen. Interessant wäre natürlich auch dann Rückgang. Da die Märkte eben ein bisschen schwächer zurzeit tendieren, ist natürlich hier, weil der schon Wert wirklich lang in der Aufwärtsbewegung ist, ist gefährlich, aber wie ich geschrieben habe, kann sich das hier beliebig und sehr einfach nach oben auflösen. Deswegen Short definitiv nicht. Und JD.com muss man sehen, US-Wert hat hier eine gute Unterstützungszone, hält die, sind definitiv Kurse, wie ich so eingezeichnet habe, oder auch deutlich höhere möglich. Da muss man einfach dann nachziehen. Wichtig ist ja hauptsächlich, dass er jetzt erstmal über 25 eben weiter gehandelt wird, der Wert. Das wär's. Danke fürs Zuhören und morgen kommt dann noch der Teil 2. Danke und wünsche allen natürlich weiterhin ein glückliches Händchen und ich bin jetzt erstmal dann eine Woche definitiv weg und zwei in der zweiten Woche mal schauen. Also sonst geht's halt ganz normal im Guidance Stream weiter, natürlich nicht so umfangreich und auch natürlich nicht täglich. Aber so meine Idee, die ich auch schon vor 2 Jahren auf dem Gotmo Trader immer veröffentlicht habe, so 5 Trading-Ideen jede Woche und die dann zu begleiten, das habe ich natürlich weiterhin vor und sonst vielleicht einfach mal überraschen lassen. Ich bin definitiv nicht hier weg vom Fenster. Okay, danke und schönes Wochenende.